Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Easel. Ja, während wir spannender FS3 PvP Action zuschauen, werde ich euch ein wenig was von der Servergeschichte Teva erzählen, weil da hatte ich den übelsten Memory Flashback of the Memory Flashbacks, Bro. Also, let's go. Denn Fiesta Online war damals, als ich noch aktiv gezockt habe, als ich jeden Tag Fiesta Online, Fiesta Online, Fiesta Online gemacht habe, ja? Als das mein tagtäglicher Ablauf war, ja? Da war das Spiel ja noch komplett anders, ja? Da hatte man wirklich das Gefühl, dass es so eine Art Berühmtheiten noch gibt, ja? Ich glaube, Easel ist zu groß dafür, dass es noch so Berühmtheiten gibt auf dem Server. Kann sein, dass es immer noch so Berühmtheiten gibt. Ja, wahrscheinlich gibt es die sogar. Aber jedenfalls früher auf dem Server Teva. Leute, I'm not gonna lie. Auf dem Server Teva war das damals richtig krass. Und zwar erzähle ich euch mal was, wo ich aktiv gezockt habe. Da gab es zwei Gilden, die echt ganz schön heftig waren, ja. Das waren nämlich Divinity und Zaft, ja. Irgendwann später kam da noch Server Down dazu. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Server Down aus irgendwelchen davon entstanden ist oder ob das was komplett Neues war. Das weiß ich gerade nicht. Wer sich mit der Fiesta Online Teva-Geschichte auskennt, ganz schön spezielles Interessensgebiet, aber falls sich jemand damit auskennt, schreibt mal in die Kommentare, wie das alles so passiert ist und sucht euch vielleicht andere ja, Leute, die noch die Teva-Geschichte, Rouladenwolf, so am Start haben. Weil, Alter, das war nämlich richtig krass, da hattest du echt das Gefühl, dass Leute aus der Gilde Divinity und Leute aus der Gilde Zaft so die übersten Pro-Player waren, ja, die waren meistens full Cash-Shop und hatten immer die besten Waffen und so weiter und man dachte sich echt, wow, this is the best of the player, ja, das war damals richtig krass, ja, heute ist ja gar nichts Besonderes, eine geuppte Waffe zu haben und richtig gutes Equipment und so, das hat ja gefühlt heutzutage jeder, aber damals war das noch ein big thing and a big thing. Bro, ja. Jedenfalls gab es diese Gilden Divinity und Zaft und auch Server Down. Das waren so die richtig krassen Gilden. Wenn ihr jetzt auf Teva mal gespielt habt und denkt, hä, von denen habe ich nie wirklich was gehört, so, dann habt ihr wahrscheinlich später angefangen. Ich meine, Leute, wie es heutzutage aussieht, da brauchen wir gar nichts sane in the brain, Bro. Und natürlich ist heutzutage weniger los. Ja, ganz klar. Ich glaube sogar fast gar nichts auf den alten Servern. Ich habe mich eingeloggt in the Login und Easel war immer noch sehr voll, Leute. Richtig heftig. Es suchten immer noch so viele Leute Fiesta Online. Aber zurück zum Thema Servergeschichte von Teva. So, da gab es so krasse famous Leute, ja. Die meisten, muss ich leider sagen, so im Nachhinein, ja, erinnert man sich an die Namen auch nicht mehr so stark. Aber an manche schon. An manche schon, nämlich den Clery Miss Perfect, ja, den müsstet ihr kennen, die Clery, ja, von Teva damals, richtig heftig. Aber da gab es noch ganz viele Namen, die damals irgendwie so mega bekannt waren. Ah ja, mir fällt auch einer ein, aber den mag ich überhaupt nicht, deswegen erwähne ich den an dieser Stelle nicht. Ja, und ja, also das war richtig, richtig krass, Leute. Da gab es richtig... Oh, Dracule ist mit seinem besten Kumpel hier. Der hat nämlich eine Zeit lang immer bei mir kommentiert, aber oh, jetzt ist mir klar, warum auf einmal nicht mehr so viele Kommentare kommen. Er ist damit beschäftigt, mit Quid im FS3 zu tanzen. Und wer ist das? Und was macht Salvation in dieser ganzen Angelegenheit? Ey, diese Flügel sind echt ziemlich cool, das muss ich sagen. Die haben da inzwischen mehr von diesen farbigen Flügeln, also früher gab es nicht so viele. Oh, ach, ich sehe schon, Dracul hat seine kleine private Tanzparty im FS3. Oh, na, das ist ja schön. Da hat man natürlich keine Zeit mehr, unter RestGG's Videos zu kommentieren. Oh, so, also in Sachen, in Sachen PvP-Action muss ich sagen, war hier aber auch echt schon mal mehr los, war, Leute? Also das ist ja echt relativ gechillt inzwischen. Aber naja, Leute, es ist Frühling, ja, die Leute verstehen sich sehr gut, was man bei Dracule und Quid ganz klar erkennt, aber auch bei Courtney und Rouladenreif. Ja, und man sieht, wie die Essence of the Fiesta Online ist, in diesem Game mit seinen Friends zu chillen, Leute. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr auf dem Weg dazu seid, irgendwie das beste Equipment zu horten oder so, oder irgendwelche Blue-Waffen zu sammeln oder so, muss ich aus heutiger Sicht leider sagen, ich glaube, das ist die falsche Spielweise, Leute. Glaube ich tatsächlich, believe it or not, nur meine Meinung, ja.
Nur meine Meinung. Das muss jeder selbst entscheiden, klar, weil ich glaube, Fiesta Online ist wirklich so ein Spiel, was extrem stark auf diesen Community-Aspekt Wert legt, wo man sagt, yo, Fiesta Online, this is the time I play with my friends online, with my friends, and we are in the TeamSpeak, and we are having fun, and we are watching Refugees Fiesta Videos, cause Refugee is really cool, yeah, that's Fiesta Online. Und ja, genauso sieht das aus. Alter, was haben die denn da gemacht? Die haben so eine Art Schutzschild gebaut. Und da hinten versucht schon jemand langsam anzugreifen. Kalumon. Ja, es ist very interesting on this day. Ich hoffe, ich habe euch jedenfalls ein bisschen was mitteilen können von der Fiesta Online-Server-Geschichte des Servers Teva. Da war so viel los. Ich habe im Laufe der Zeit so viele Leute da kennengelernt in diesem Game. Ich muss sagen, so ein paar Jahre später, wo ich schon ein paar Jahre nicht aktiv zocke, klar, vieles hat man auch wieder vergessen. Aber damals war das irgendwie echt ein Thing, ja. Und was für mich damals ein Thing war, das ist vielleicht für euch heute ein Thing auf Easel. Und in ein paar Jahren werdet ihr zurückblicken und sagen, ey Mann, das war eine krasse Zeit auf Easel, ja. Ja, genau. Ja, ich denke, das reicht auch schon zu diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute.